bin untröstlich. Die Funzone ist momentan aus Sicherheitsgründen gesperrt. Okay, und damit willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Ja, Deponia Doomsday hieß das Spiel mit dem Zwergenfürst. Okay. Ein bisschen an den Scheitern herumspielen. Müssen wir heute mal herausfinden. Im Moment ist diese Funktion leider nicht verfügbar. Das Tolle daran, du kannst es jederzeit erneut versuchen. Und wenn du eine passende Gencode-Datasette eingelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal belohnt. Die Datasetten haben wir auch noch nicht gefunden. Keine Ahnung, wie wir die kriegen. Müssen wir hier erstmal heute herausfinden, was wir hier machen können. Im Inventar haben wir zwei Drinks, Echsenhaut, ein gewisses Helm, Leo-Stoffmuster, Zwiebelstreifen-Stoffmuster, Stinkmuffel-Stoffmuster und Madenmet. Okay, den Drink einfach mal über die Festplatte rübergießen. Vielleicht bringt das was. Das solltest du lieber sagen lassen! Und wenn nicht. Okay, das bringt nichts. Kombiniere alles mit allem. Ich glaube, ich habe hier etwas für die Datenbank. Super! Leg's einfach unter den Scanner. Oh. Lass es bleiben. Heute ist alles möglich. Es gibt einen Scanner. Da ist der Scanner. Kriegen wir eine Datasette dafür? Ach, hier kriegen wir die Datasetten her. Dann macht das jetzt Sinn. Scanner-Spezies. Zobelstreifenbär. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Dann habe ich auch schon so eine Idee, was wir als nächstes tun. Okay, in Datasette. Datasette 03. Okay, jetzt können wir alle Sachen hier drauflegen und dann können wir daraus die Datasetten brauchen wir für ein anderes Rätsel. So, ab auf den Scanner. Nein, ab auf den Scanner damit. Wo willst du denn hin, Rufus? Scanner DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Ach was. Ist synthetisch. War ja klar. Das ist schade. Ein Leo-Stoffmuster. Scanner DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Und wieder eine Niete. Das ist ja schrecklich. Scanner DNA-Probe. Hey, hey, das war meine Hand. Erkenne Spezies. Clown-Klon. Bitte was? Du rubrizierst mich unter Clown-Klon? Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Das ist ja sehr schön, dann haben wir eine Rufus-Sicherungsdatasette. Falls wir verloren gehen. Datasette 0203. Vielleicht ist das dann Nummer 1. Ohne mich hier als Gott aufspüren zu wollen. Aber brauchen wir wirklich Maden in unserem neuen Genpool? Tja. Wie wär's mit Echsenhaut? Scanner DNA-Probe. Wenn das jetzt nicht Nummer 1 ist, weiß ich auch nicht. So, Datasette. Datasette 1, Datasette 2, Datasette 3. Okay. Scanner DNA-Probe. Wiep. Erkenne Spezies. Cooler Zombie-Dinosaurier. Hey, du willst mich doch veräpfeln. Du hast damit angefangen. Okay.
Das ist Helm. Scanner-DNA-Probe. Erkenne Spezies. Cooler Zombie-Dinosaurier. Okay, das hatten wir schon. Okay, können wir vielleicht hier eine Datasette einlegen? Das ist der Datasettenstütz. Das mal ausprobieren. Und Schalter. Oh, ein Bestspeicherwaran. Sehr schön. Das war jetzt welche Datasette? Das war Datasette 1. Datasette 2. Oh. Ein Clown. Das ist also Rufus, seine DNA, ein Clown. Oh, okay. Ein großes Tier. Brauchen wir nur die drei Datasetten für das Rätsel oder brauchen wir noch weitere? Okay, wir gucken mal. Ältesten Rat. Nee, das war auch anders. Hier? Nee. Ich kenne mich gar nicht mehr aus, habe schon lange nicht gespielt. Chill-Ozone. Ja, jetzt können wir doch bestimmt das hier. Meinst du nicht? Und dann hier. Datasette Nummer 1 war das, glaube ich. Okay. Das war der Auswurf-Dings. Jetzt können wir mixen oder was? Extremität. Okay, die Farbe, Statur, soll ich Datasette verändert oder was? Okay, Datasette angepasst. Ah, das ist doch eine Klappe. Ich glaube, die war's. Ach du Schreck. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Noch das arme Ding. Okay, haben wir das schon mal probiert? Ach du Schreck. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist ja viel zu kalt. Okay, warum ein kleines Tier, was man streicheln kann? Das ist, glaube ich, nur der Bestspeicherwaran. Oh, ein Streichel. Das ist doch gar nimm das. Okay, verstehe. Ein Generator. Wuppeltiergenerator. Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Bestspeicherwaran. Und wir brauchen das Kuschelige. Okay.
Farbe kannst auch wechseln. Okay. Fröhliches Gemüt. Und kuschelig. Das müsste doch jetzt gehen. Versuchen wir das mal. Das war's ja, das war das hier. Oha. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier. Bist das ist doch gar nimm das. Aber was haben wir dann? Was haben wir dann flauschig gemacht? Ach du großer Gott. Ein Streich? Das ist ja so kalt. Okay. Wir brauchen die Größe von ihm auf jeden Fall. Mal hier reingesteckt. Das war ja sehr blau, flauschig. Vielleicht können wir das jetzt nutzen. Ja, genau. So, hier. Statue kann schon, das muss so bleiben. Behaarung und Farbe. So würde ich sagen, oder? Ich kann noch mal versuchen. Ich glaube, auf die Dataset hat man es jetzt drauf. Auf einer muss es auf jeden Fall sein. Ui. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Oh ja, das ist genau richtig. Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Sehr schön. Welch Wonne. Das war doch das, was wir brauchten, um ihn zu überreden, mitzukommen. Oh nein. Müssen die das jetzt hier lassen, oder? Jetzt lass doch mal deine blöden Ich habe. Streit, sie sind gut möglich. Auf jeden Fall gehe ich nicht. Okay, die Datensätze müssen wir hier lassen. Oh, ein Streichel. Oh, es ist. So kommst du jetzt mit? Danke, unbekannter elysianischer Bürger mit frappierender Ähnlichkeit zu unserem Klonbediensteten und Inspektor Cletus. Du hast einen alten Mann sehr glücklich gemacht. Heißt das, du kommst endlich mit zum Ältestenrat? Natürlich, Junge. Sag einfach Bescheid, wenn du die anderen beiden überzeugt hast. Okay. Waren es noch zwei zum Spar. Okay, ich glaube, da müssen wir auch irgendwie ein Tier noch erzeugen. Hier, Moment, das ist ein Datensettenschlitz. Okay. Ich glaube, da brauchen wir einen lustigen Clown, der den unterhält. So war das. Nicht einmal bunt. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Wie jetzt? Ist die Show einfach schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Buh! Okay. Dann mal die andere. Buh! Was
Clown sein. Der hat ja gar keine lustigen Accessoires. Ich habe mein Publikum. Okay, wir müssen das aus den. Wir müssen aus den Sachen das perfekte. Den perfekten Clown mixen. Hier in dem Automaten. Zwei Liter Senden haben wir ja noch. Die dritte schieben wir dann woanders hin. Den nehmen wir und schieben woanders hin. Okay, wir brauchen einen lustigen Clown. Das ist ja schon richtig so. Ja, Behaarung. Vielleicht so. Dann mal hier ein ganz wütendes Ding. Mal schauen. Vielleicht klappt's ja. Gibt es ja auch eine Datasetten-Schlitz, wo wir das für benutzen könnten. Zur Massage. Versuchen wir es mal hier. Was soll denn das für ein Clown sein? Der hat ja gar keine lustigen Accessoires. Ich habe mein. Ich. Okay. Wie jetzt? Was? Buh, doch nicht so. War es vielleicht auf der Datasette? Schreck. Was soll denn das? Das? Ich habe mich fühlt. Okay, ich glaube, wir müssen die Statur noch umändern. Ansonsten. Da habe ich was falsch gemacht. Die andere Datasette können wir nicht mit rausnehmen. Dann können wir die jetzt doch mit rausnehmen, wo wir ihn jetzt überzeugt haben. Okay, Statue vielleicht so. Dann ist er ja bunt. Dann wird's mal versuchen, wird's mal drauf ankommen lassen. Das sah ja schon halb richtig aus. So zu Cocktailbar und jetzt. Das war's, glaube ich. Das war die Clown-Starter-Sätze. Nee, das war das Falsche. Okay. Ich habe mein. Ich okay, vielleicht müssen wir trotzdem noch die. Vielleicht müssen wir die Datasette rausklauen. Ich versuch's mal. Jetzt lass doch mal deine. Ich. Sie sind gut möglich. Auf jeden Fall gehe ich. Okay, dann muss auf jeden Fall seinen Streifenzobel haben. Das hat ja schon sehr gut funktioniert. Und das jetzt ändern. Haben wir ein Problem. Den Hut brauchen wir. Vielleicht können wir den Hut noch ändern. Das müsste nichts zur Sache tun. Das sind die Accessoires hierfür. Hat ein schönes Accessoire. Sieht das doch gut aus. Okay, versuchen wir es mal so. Das war die Date, die du brauchtest.
sieht doch auch schon viel besser aus. Ein Steich? Oh, es ist. Das ist genau das, was er wollte. So, vielleicht können wir jetzt nicht zum Spar, sondern. Vielleicht war das fehlende Teil, das Axtrüstung. Was wir brauchen. Nein, das war das Falsche. Wie jetzt? Was? Der kann wahrscheinlich auch dünn sein, der Clown. Bravo! Großartig! Wir brauchen den dicken. Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsprodukt. Dabei habe ich. Wir brauchen den dicken wahrscheinlich zur Massage. Ich weiß zwar nicht, wo wir die Massage. Maschinen in Gang bringen, aber vielleicht. Ja. Vielleicht reden wir mal mit ihm. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich bestehe auf eine weitere Massage. Aber diesmal von einem Prof. Ach, wo sind nur die Klon? Klonbedienstete. Hier ist noch eine Tür, durch die wir nicht gegangen sind. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Okay. Kommen wir da irgendwie rein? Die Sound. Ach, diese. Gibt es irgendeinen Weg, den Roboter zurückzuholen, der dort hinten hin und her läuft? Ich würde den gerne nochmal rausnehmen, wird auf jeden Fall den dünn machen und klauen. Das kann ja gehen, das ist ja dann. Braucht ja nur seine Accessoires. Und die Statur ändern. Ich weiß nicht, ob sich da viel getan hat, aber da braucht die Massage-Profi. Und noch eine Maschine, wo wir das Dataset reinschieben können. Dann von denen. Mal sehen können. Wie müssen wir dann gleich noch einfallen lassen? An der sieht nach dem perfekten Masseur aus. So, da hat das ein Rätsel heute. Ja, sag ich doch. Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. Tja, okay. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Nicht solange hier kein akzeptables Essen serviert wird. Außerdem schwimmen nach wie vor Fische in den 4CL-Drinks. Stimmt gar nicht. Okay, wir müssen dann auch noch Essen für ihn besorgen. Würstingswürst. Zum Spar. Bitte, das können wir nicht. Was ist denn der Datasettenschlitz für den Masseur? Im Computerkern. Eigentlich sollte Ronny alle Dienstbots im Störfall automatisch ersetzen. Wir hätten ihn gestern. Aha, okay. Zum Computerkern. Vielleicht kriegen wir das dann mal hin. Können wir uns den ja jetzt hier rausholen. Klappt vielleicht. Muss es halt nur einmal umändern. Ah, sehr schön.
Okay, hat das jetzt schon geklappt? Und die Tatsache da drin lassen. Ah, sehr schön. Es ist so schwer, gute Arbeitskräfte zu erfinden. Und jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Von wegen. Schau dir mal das Ungetüm an, das Ronny mir da geschickt hat. Wieso? Ist doch lustig. Lustig? Er ist viel zu groß. Er hat Schuppen. Das sind doch nicht die Hände eines Masseurs. Ist es wirklich zu viel verlangt, einen menschlichen Masseur mit kräftigen Händen und ohne Fell oder Schuppen zu bekommen? Einen menschlichen Masseur. Und schau dir mal... Wieso? Und was noch? Er ist viel... Er hat Schuppen. Das sind doch nicht die Hände eines Masseurs. Ist es wirklich zu viel verlangt, einen menschlichen Masseur mit Kräften... Ohne Fell oder Schuppen. Und aber wie, der musste Plauen. Der musste Klauenschuppen haben. Das sind doch... Ist es... Okay. Müssen wir den Klauen. Ich glaube, der sieht ganz... Ohne Fell und ohne Schuppen haben wir hier. Das juckt den nicht, aber denen sind nur die Accessoires wichtig. Sekunde hier geblieben. Nehmen wir uns doch das schon mal mit. Ja, ja, ich komme gleich wieder. Kurz zum Computerkern. Die Datasette noch mitnehmen. Und hinauf. Chill-Zone. Können wir das bestimmt noch irgendwie zusammenklippen. Dann müssen wir eigentlich nur das Aussehen verändern. Und zwar so. Der Clown muss die Echsenhaut. Nee, der Clown muss die Echsenhaut kriegen. Männlicher, starker Mann. Ja, so vielleicht. Was entsteht dadurch jetzt? Ja, muss ich hier ein bisschen rum experimentieren. Okay, wir können ja gucken, was hier entsteht. Okay, ne, das ist falsch. Den brauchen wir als Masseur. Und was ist da jetzt drauf? Was soll denn das? Der ist ja nicht ein. Okay, Bund und Accessoires muss er haben. Ansonsten kann er schuppig sein. Okay. Bund und Accessoires sind hier wichtig. Okay, welcher war jetzt? Was das war jetzt? Bund muss gewechselt werden. Die Accessoires müssen gewechselt werden. Und Gemüt. Versuchen wir es mal. Das war die hier. Was soll denn das? Ich habe mein... Ich fühle... Okay, das verstehe ich nicht. Jetzt, was? Das ist ja der Bunte. Aber das ist es nicht. Ich wusste, der dabei habe. Aber das ist nicht menschlich und wir können es trotzdem mal probieren. Kümmere ich durchkehren.
Ein Versuch ist wert, vielleicht klappt es jetzt trotzdem. Nee, das wollte ich nicht. Okay, jetzt sind alle Datasetten. Ach so, den muss ich erstmal betätigen. An alles muss man hier denken. So, Schalter umlegen. So sieht das Ding jetzt aus. Es hat immer noch Echsenhände. Ach, nicht der Computerkern. Chillout so, da werden wir jetzt hin. Das hat es. Da sind wir jetzt damals, wo wir vorher waren. Und von schaut, wieso? Lustig? Er ist viel zu. Das sind doch nicht die Hände eines Mannes. Ist es wirklich zu viel verlangt, einen menschlichen Masseur?